Aljona Savchenko und Robin Scholkowy, die Eiskunstlauf-Champions, sind zurück in Sachsen. Mit ihrem vierten WM-Gold sind die Chemnitzer auch endgültig im Eiskunstlauf-Olymp gelandet. Es ist natürlich doch schon ein schönes Gefühl gewesen, irgendwie zu wissen, okay, gut, die Saison ist jetzt halt wirklich beendet und wir haben am Ende halt nochmal Gold geholt. Nach dem Sieg gefeiert, kaum geschlafen und zurück nach Deutschland und dort warten erste Gratulanten. So, ein Weltmeisterleben kann mächtig schlauchen für das Paar, dennoch ein angenehmes Gefühl. Es war so wie neu geboren, Stress weg. Das WM-Gold von Nizza, der vierte Weltmeistertitel. Für die Chemnitzer ein Meilenstein Richtung Olympia in Sotschi 2014. Jetzt kriegt man das so langsam mit, wenn man wieder nach Hause kommt. Obwohl es jetzt kalt ist, sind wir ja sehr warm empfangen worden. Und ja, es ist jetzt der vierte, okay. Mit genau dieser Lockerheit werden Aljona Savchenko und Robin Scholkowy auch in die neue Saison starten. Es wird die Vorolympische sein. Trainiert wird dafür ab Mai. Bis dahin gibt's Shows und Ferien.